Hi Leute, das ist Sanu hier. Kurzes Update und kurz ein paar Tipps und Tricks zur neuen Daniels-Liga, die gerade gestartet ist. War, ne? Findet ihr so in den Seasons. Daniels-Liga gerade unterwegs. Da müsst ihr Camp White Oak auf schwer machen. Müsst ihr den Regierungsbunker auf schwer machen. Das Bankhauptquartier. Ach, jetzt bin ich schon wieder auf der falschen Seite, Mama Mia. So, müsst das Bankhauptquartier auf herausfordernd machen und den Manning National Zoo auf schwer. Da die meisten Gegner darin die Outcasts sind, könnt ihr das direkt schön miteinander verbinden. Hier Elite Outcasts eliminiert. Den müsst ihr noch wegklatschen. Und hier Gegner verbrennen. Müsst Gegner verbrennen, Gegnern den Effekt Brand zufügen. Das, ich habe vor ein paar Tagen, weil viele Leute von euch gefragt hatten, welches Bild ich im Summit in dem XP-Farm-Video genutzt habe. Das war ein Eclipse-Bild. Dieses Eclipse-Bild ist perfekt dafür geeignet, um Status-Effekte zu verteilen und um auf Gegner drauf zu machen. Besonders auch Brandeffekte. Das Ganze habe ich hier nochmal für euch. Ich werde euch das Video aber noch irgendwo verlinken. Dann könnt ihr das einfach ganz klassisch hier spielen. Mit der Brandhaftgranate. Im Idealfall sollte die schon ausreichen, weil wir hier eh nur in der Liga selbst auf schwer und oder auf herausfordernd spielen. Da dürfte die Brandhaftgranate schon reichen fast. Wenn ihr da noch ein bisschen mehr Feuer machen wollt, dann nehmt einfach hier den Kemmwerfer, den Feuerteufel mit. Da habt ihr dann nochmal zusätzlich ein paar Ladungen, die ihr raushauen könnt, um die Gegner zu verbrennen. Dann sollte das relativ zügig vonstatten gehen. Da werde ich mich nämlich heute Abend im Stream nämlich auch mit beschäftigen. Werde mal die Liga durchsprühen und hier ein bisschen mit Eclipse laufen. Ja. Und das war's, Leute. Ich hoffe, das hilft ein bisschen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Bye.